Museumsnacht in Markneukirchen. Großen Anklang fand die Museumsnacht am 9. Mai ganz besonders im Musikinstrumentenmuseum der Stadt. Das lag mit Sicherheit an den vielen attraktiven Einzelveranstaltungen. So wurde an diesem Abend im ersten Stock des Sägewerkes neben dem Gerber-Hans-Haus eine Sonderausstellung historische Kataloge vogtländischer Musikinstrumentenhersteller und Händler eröffnet. Zusammengestellt wurde sie von Dirk Arzig aus Patenheim bei Mainz. Für den eigenständigen Aufbau im Museum nahm der Sammler eine Woche Urlaub. Natürlich konnten die ca. 150 Besucher alle Räumlichkeiten des Museums besuchen. Die angenehmen Temperaturen an diesem Frühlingsabend zogen die Gäste auch in den Weltmusikgarten. Hier konnte man sich an verschiedenen Instrumenten versuchen. Profis in Sachen guter Musik gaben im Gerber-Hans-Haus gleich zwei Konzerte nacheinander. Das Quartett Monochrom Oldies Unplugged war ein weiteres Highlight an diesem Abend. Nicht zu vergessen die Vorführungen im historischen Sägewerk. Und das alles zusammen für ganze 3 €.